Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und möge Allahs Heil, Frieden und Segen auf dem ehrenwerten, geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass unser geliebter Prophet Muhammad sein Knecht, Gesandter und Auserwählter ist. Meine lieben Geschwister, einer der größten Segen im Leben der Menschen sind die Kinder. Dass man Kinder bekommt, ist die vielleicht größte Freude, die dem Menschen in seinem Leben widerfährt. Nicht nur für die Eltern, sondern für das gesamte Umfeld. Der Opa, die Oma, die Onkel, die Tanten, sogar die Nachbarschaft freut sich über dieses Geschenk. Und alle streben danach, diesem Kind das beste Leben zu gewährleisten. Dass alles Positive, vor allem das Positive, was ich als Vater oder Mutter verpasst habe, diesem Kind zugutekommt. Und dass man dieses Kind vor allem Negativen, vor allem das Negative, das ich als Elternteil erlebt habe, schützt. Und wenn man dann dabei ist, danach zu streben, für das beste Leben für sein Kind zu sorgen, wird einem eine Tatsache glasklar vor Augen. Nämlich, wie böse und gefährlich diese Welt ist. Diese Welt, die bestimmt ist von Drogen und Kriminalität und Rassismus und Diskriminierung und Unrecht. Und dann scheppert's. Und man verfällt in Panik und fragt sich, wie schütze ich mein Kind vor diesen Gefahren? Wie achte ich auf mein Kind? Wie bewahre ich mein Kind vor all diesem Übel? Wir wollen heute in dieser Khutbah versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Aber bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns zweier Tatsachen bewusst werden. Die erste Tatsache ist, dass diese böse Welt schon immer so böse war. Bloß sind wir erst jetzt darauf aufmerksam geworden. Oft hören wir den Satz, ach, wäre doch die Welt so friedlich und so lieb, wie sie früher war. Aber das stimmt nicht. Die Welt war schon immer so, bloß wir sind erst ab einem bestimmten Stadium in unserem Leben darauf aufmerksam geworden. Als Kind ist die Welt noch friedlich und lieb. Aber je älter man wird, umso mehr wird man den Gefahren ausgesetzt. So beginnt es schon in der 5., 6. Klasse mit der Verführung der Zigarette. Ein, zwei Jahre später reicht die Zigarette nicht mehr aus und es kommt der erste und zweite Schluck Alkohol. Irgendwann mal reicht das nicht mehr aus und man kommt mit den Drogen, dem ersten Joint und dann stärkeren Drogen etc. in Berührung. Und so beginnt es dann. Aus der Kinderparty wird die Kinderdisco und aus der Kinderdisco wird der Nachtclub und so weiter und so fort. All das hat schon vor unseren Kindern und sogar vor uns und vor unseren Eltern existiert und wird nach uns und nach unseren Kindern und Kindeskindern existieren. Die Welt war schon immer so. Bloß sind wir erst jetzt damit in Berührung gekommen und daher erst jetzt darauf aufmerksam geworden und haben dafür ein Bewusstsein entwickelt. Die zweite wichtige Tatsache, die wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass wir keinerlei Kontrolle über unsere Kinder haben. Was heißt es? Wir können versuchen, unsere Kinder zu beeinflussen, unsere Kinder zu prägen, unsere Kinder den rechten Weg zu weisen. Aber letztendlich machen unsere Kinder das, was sie wollen. Ob es uns gefällt oder nicht. Warum? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die Kinder mit fortschreitendem Alter einen eigenen Selbstbestimmungswillen entwickeln. Dem Kleinkind, dem bestimmt die Mutter zu 100% vor, was es isst, was es trinkt, was es trägt. Aber wenn das Kind dann schon anfängt zu gehen, zu sprechen, in den Kindergarten zu kommen,
Dann sagt es, Mama, ich möchte diese Spielsachen. Mama, ich möchte dieses T-Shirt haben. Und bevor das Kind schon mit der Grundschule fertig ist, gefällt ihr die Kleidung nicht, die die Mama einkauft. Und wenn man in der 5., 6. Klasse ist, dann wird man nichts akzeptieren, was die Eltern einem einkaufen an Kleider etc. Und so geht das weiter mit der Freundeswahl, mit der Studiumswahl. Und irgendwann mal sind die Kinder 20, 21 und diejenigen, die am wenigsten davon wissen, sind die Eltern, was sie machen, wo sie sind. Und wenn man fragt, wie geht's deinem Sohn? Allahu a'lam. Aber wenn du ihn siehst, grüß ihn mir. Weil dieser Selbstbestimmungswille sich weiterentwickelt. Der zweite Grund dafür ist aber auch, dass die Präsenz der Eltern mit fortschreitendem Alter abnimmt. Beim neugeborenen Kind ist die Mutter zu 100%, 24 Stunden rund um die Uhr anwesend. Aber dann kommt die Kinderkrippe und das Kind fehlt 2 Stunden am Tag. Und dann kommt der Kindergarten und das Kind fehlt 4 Stunden am Tag. Und dann kommt die Schule und mit der Schule der Sportverein. Und irgendwann mal ist das Kind oder verbringt das Kind mehr Zeit außerhalb des Hauses als daheim. Und der Einfluss von außerhalb des Hauses ist stärker als der von zu Hause. Und man hört auf die Freunde und auf das Fernsehen und auf die Medien und auf die Mode mehr als auf die eigenen Eltern und orientiert sich nach deren Vorgaben und nicht der Vorgaben der Eltern. Und irgendwann mal realisiert der Vater und die Mutter, wir haben keinen Einfluss auf unser Kind. Jetzt wird einer sagen, toll, zunächst einmal wächst du diese Angst in uns auf, die jeder hat, nämlich wie schütze ich mein Kind in dieser gefährlichen Welt? Und du belässt es nicht dabei, du setzt noch mit einer linken und rechten nach, die Kinder machen, was sie wollen, und wir haben keinen Einfluss auf die Kinder und die Welt war sowieso schon immer böse. Nein, damit wir diese Frage beantworten können, wie schützen wir unsere Kinder, müssen wir diese 2 Tatsachen uns vor Augen führen. Nämlich, dass die Welt schon immer so war und das Böse schon immer in der Welt existiert hat. Und nur weil ich aufgrund der Geburt meines Kindes mich jetzt in einer ideellen Phase befinde, wo ich alles idealisiere und wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, die Welt sich deswegen nicht ändern wird. Wir müssen uns darüber bewusst sein. Und wir müssen auch uns darüber bewusst sein, dass wir unsere Kinder nicht kontrollieren und steuern können. Wenn wir das begriffen haben, dann werden wir die Antwort auf die Frage haben. Und was ist die Antwort auf die Frage? Wie schützen wir unsere Kinder? Indem wir sie auf diese Welt vorbereiten. Indem wir den Kindern das geben, was sie brauchen, damit sie ohne uns, in unserer Abwesenheit, den geraden, rechten Weg finden. Damit die Kinder, wenn wir nicht anwesend sind, das Schlechte vom Guten unterscheiden können und sich für das Gute entscheiden, damit unsere Kinder, wenn sie dann vor dieser Verführung stehen, keinen Drang, kein inneres Bedürfnis verspüren, dem Schlechten nachzugehen. Warum? Weil wir ihnen das Gute vorgelebt haben und gezeigt haben, wie schön das Gute ist und sie vor den Gefahren des Schlechten gewarnt haben. Der einzige richtige Ansatz ist, dass wir unsere Kinder auf ein Leben ohne uns vorbereiten. Und dass unsere Kinder unabhängig von unserer An- und Abwesenheit sich so entscheiden würden, wie wir es tun würden und wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hätte und instinktiv, intuitiv sich für das entscheiden, was uns und letztendlich dann auch den Propheten stolz machen wird und Allah zufrieden stellt. Sallallahu alaihi wasallam. Wie geschieht das? Damit wir den Rahmen nicht sprengen, geben wir euch 3 simple Ratschläge mit.
Wenn wir diese drei simplen Schritte befolgen, dann werden wir insha'Allah ta'ala unseren Kindern das gegeben haben, was sie brauchen und was sie schützen wird. Das erste ist das richtige Umfeld. Ja, unsere Kinder suchen sich ihre eigenen Freunde aus. Unsere Kinder suchen sich den eigenen Beruf aus. Unsere Kinder treffen ihre Entscheidungen. Aber im Rahmen des Beckens, in das wir sie hineinwerfen. Es liegt an uns als Eltern und primär an euch als Vätern, das richtige Umfeld für die Kinder zu schaffen. Und das beginnt bei der Familie. Und das beginnt, um noch genauer zu sein, bei den Partner, den du dir aussuchst. Viele von uns blicken auf die Frau oder blicken auf den Mann und fragen sich, erfüllt diese Person mich? Ihr äußeres Erscheinungsbild, ist diese Person hübsch genug? Liebe ich diese Person? Empfinde ich Schmetterlinge im Bauch? Und so weiter und so fort. Aber hat sich jemand jemals die Frage gestellt, akzeptiere ich diese Person als Mutter oder Vater meines Kindes? Kann ich damit leben, dass eines Tages meine Kinder zu dieser Person Mama oder Papa sagen werden? Das Bündnis zwischen Mann und Frau kann bestehen, aber kann auch zerbrechen. Und diese Frau oder dieser Mann kann auch irgendwann mal ein Fremder für dich sein. Wenn eine Scheidung kommt, und jemand anderes diese Person heiratet, dann ist diese Person, die mal deine Ehefrau war, ein Fremder für dich. Und haram für dich. Und wenn du mit ihr alleine in einem Raum bist, ist das eine Chalwa. Aber das Bündnis zwischen Sohn und Vater, Mutter und Tochter, Kind und Eltern bleibt bestehen. Weder Scheidung noch Tod noch irgendetwas ändert daran. Und auch wenn du dich später von dieser Person trennst, ist sie vielleicht deine Ex-Frau oder dein Ex-Mann? Aber er und sie bleibt der Vater, die Mutter deines Kindes. Bevor du heiratest, hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Oder warst du von Emotionen und Gefühlen und deiner Begierde so geblendet, dass du keine 2 Meter weiter denken konntest? Dass du dir die Hochzeitsnacht heute wünschst, als eher morgen? Dabei beginnt es. Dein Umfeld schaffst du, indem du den richtigen Vater, die richtige Mutter für dein Kind aussuchst. Der zweite Punkt ist, dass du das passende Umfeld für dein Kind schaffst. Wir suchen den besten Fußballverein für unsere Kinder und die Englischschule, damit sie Fremdsprachen lernen und das beste Hobby. Und haben wir uns jemals gefragt, wo die nächste Moschee ist? Wie oft mein Kind in der Woche die Moschee besucht? Wir fragen danach, ob es halal ist, einen Kredit zu bekommen, damit man endlich ein Haus kaufen kann, weil es hier in Europa doch so schwer ist. Und dann suchen wir die Gegenden, die so außen liegen, schon außerhalb des Stadtrandes, dass es schon fast sogar eine eigene Gemeinde ist. Warum? Weil dort die Mieten oder die Kaufpreise so billig sind. Damit wir ein schönes Haus haben, wo jeder ein eigenes Zimmer hat. Und vergessen dabei, uns danach zu fragen, wo die nächstgelegene Moschee ist. Und nehmen es billigend in Kauf, dass durch diesen Umzug die nächste Moschee wahrscheinlich 40 Minuten oder eine Stunde entfernt ist und deswegen außer Eid und vielleicht mal ab und zu im Ramadan unser Kind nicht mehr die Moschee besuchen wird. Und dann fragen wir uns, warum unser Kind mit 18, 20 Jahren keinen Allah und keinen Gott und keinen Propheten und sonst etwas kennt, wenn der Zug schon längst abgefahren ist. Du als Vater und vor allem als Vater hast dafür zu sorgen, dass dein Kind das richtige Umfeld hat. Und dass dein Kind wöchentlich mit der Moschee in Berührung kommt. Einmal durch das Freitagsgebet und zweitens, durch die Arabisch-Koran-Schule am Samstag oder Sonntag. Wenn wir das gewährleisten für unser Kind wöchentlich, reicht das aus. Dann bekommt es das Mindestmaß
an dem, was es an islamischer Grundausbildung in Europa braucht. Aber das muss wöchentlich geschehen. 2 Stunden am Samstag oder am Sonntagvormittag. Und danach kann das Kind machen, was es will. Aber Fußball ist wichtiger und Freunde sind wichtiger. Und ach, alle Kinder haben von Montag bis Freitag Schule und dann das Wochenende frei. Und meine armen Kinder müssen dann 2 Stunden da rein. Ich habe Mitleid mit ihnen. Ja, hab Mitleid mit ihnen und verwehre ihnen ihre religiöse Bestimmung und ihr richtiges Schicksal. Aber dann wundere dich nicht, wenn der Imam in 20 Jahren kein Mitleid mit dir hat, weil einzig und allein du für das Irregehen und Fehlgehen deiner Kinder schuld bist. Das muss gewährleistet werden. Und das ist nicht viel und das ist ausreichend. Und wenn du das deinem Kind gibst, dann hat es seinen besten muslimischen Freund und die beste muslimische Freunde und das richtige Umfeld und all das, worüber wir uns beschweren, schon da. Der dritte wichtige Punkt, und ich muss mich zusammenfassen und kurz halten, weil gleich das Hasrgebet ist. Der dritte wichtige Punkt im Umfeld, nachdem wir die Familie und das Umfeld gesprochen haben, die Moschee, die Präsenz der Moschee im Kind, ist der Familienurlaub. Ihr wollt, dass euer Kind langfristig geprägt wird. Macht es einmal im Leben. Und auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung, dass ihr einen Familienurlaub in Form einer Umrah plant. Aber es kostet zu viel. Ja, aber der jährliche Urlaub in der Heimat kostet nicht viel, oder? Und wenn die Kinder dann später, wenn sie ihr Abi haben, einen Roadtrip machen und so weiter, der kostet nicht viel. Keine Reise wird euch als Familie und eure Kinder so prägen wie die Umrah. Spart, wie ihr für andere Sachen spart. Und vor allem du als Familienvater, nimm deine Frau und nimm deine Kinder mit, einmal im Leben. Und genießt gemeinsam die Reise eures Lebens. Und ihr werdet sehen, wie euch das prägt. So viel zum Umfeld. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ihr das Gute vorlebt. Und hier denke ich immer an den Vater. Und wie oft habe ich das gesehen? Der Vater oder der Onkel oder der große Bruder, der eine Zigarette in der Hand hat und raucht und dann seinen kleinen Bruder oder Neffen anguckt und sagt, wenn ich dich sehe, dass du einmal rauchst, verpasse ich dir eine Ohrfeige. Fang mit dir selbst an. Fang mit dir selbst an. Du kannst noch so sehr warnen, wie du möchtest. Und deine Kinder richten sich nach dem, was du machst, nicht nach dem, was du sagst. Du kannst noch so viel über Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit reden, aber wenn du dann vor deinen Kindern beim Strafzettel betrügst oder dem Polizisten, der dann an deiner Tür anklingelt mit so einem fetten Bild von dir und dich fragt, kennen Sie diesen Mann? Und du sagst, ich habe diesen Mann nie in meinem Leben gesehen. Und dann willst du deinen Kindern etwas von Ehrlichkeit vorsprechen und vorleben, was? Leb die Religion vor. Leb die Ehrlichkeit vor. Leb die Vertrauenswürdigkeit vor. Sag nicht deinen Kindern, betet, sondern lass deine Kinder auf die Welt kommen und das Erste, was sie sehen, ist ein betender Vater. Was macht das Kind? Automatisch, es macht seinen Eltern nach. Und ein Kind, das in so einem islamischen Umfeld aufgewachsen ist, sagte, ich kann mich nicht an den Tag erinnern, an dem mein Vater mir sagte, geh beten oder bet mit, oder ich zeigte, wie das Gebet funktioniert. Warum? Weil seitdem ich ein Kind war, und das Erste, was ich erblickt habe, war, wie meine Mutter betet, wie mein Vater betet, wie meine Familie fastet, und ich bin da natürlich reingewachsen. Ich kannte nichts anderes in meinem Leben. Halt keine langen Predigten, sondern lebe das vor. Und deine Kinder werden sich dann daran erinnern, was du vorgelebt hast und nicht, was du vorgepredigt hast. Und als sie verwundert waren über Sayyida Maryam, weil sie ein Kind auf die Welt gebracht hatte, was haben sie ihr gesagt? Ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Weder dein Vater noch deine Mutter waren schlechte Menschen. Was ein Indiz dafür ist, O Maryam, du hattest doch so gute Eltern, mit anderen Worten, du hattest keinen Grund dafür, schlecht zu handeln. Und natürlich hat sie nicht schlecht gehandelt, es war ein Wunder von Allah. Aber was wir sagen möchten ist, dass du den Glauben vorlebst, bewirkt mehr als Hunderte von Predigten und Ermahnungen und Botschaften. Dass wenn dann dein Sohn irgendwann mal stiehlt,
Dann wirst du ihn fragen, ja, mein Sohn, hast du mich jemals klauen sehen? Nein. Hast du mich jemals lügen sehen? Nein. Hast du mich jemals betrügen sehen? Nein. Und er wird dann wissen, dass das, was er getan hat, falsch ist. Warum? Weil es dem widerspricht, wonach er erzogen wurde. Der dritte und letzte wichtige Punkt ist, sei präsent im Leben deiner Kinder. Es kann nicht sein, dass ein Jugendlicher sein Leben lebt und derjenige, der am wenigsten darin involviert ist und am wenigsten davon Bescheid weiß, der Vater ist. Das ist dein Sohn. Deswegen musst du ihn kennenlernen. Setz dich mit ihm auseinander. Find heraus, was seine Schwächen, was seine Stärken, was seine Interessen ist, in welcher Klasse er ist. Manche Väter fragt man, was macht dein Sohn? Wallahi, ich weiß nicht mal, in welcher Schule er ist. Und dann wunderst du dich, wenn er mit Drogen nach Hause kommt. Geh den Hobbys seines Kindes nach. Setz dich mit seinen Interessen auseinander. Und wenn dein Sohn sieht, dass du, ich möchte nicht sagen, in seinem Leben involviert bist, aber Interesse an ihm und an sein Leben zeigt, dann wird er sich dir öffnen. Und wenn das passiert, dann musst du ansprechbar sein. Dann musst du anwesend sein. Dann musst du verfügbar sein. Und dann kannst du ihm nicht sagen, geh zu deiner Mutter, ich schaue gerade Nachrichten oder diese Sendung, diese sinnlosen politischen Sendungen, wo über alles geredet wird, nur nicht das, was konstruktiv ist, dass du ihm dann sagst, das ist interessanter als du. Dann hab ein Ohr für ihn und sei bereit. Weil wenn das passiert, nämlich dass du den Glauben vorlebst und du im Leben deines Sohnes präsent bist und dein Sohn ein offenes Gehör schenkst, dann wird er in dem Augenblick, in dem du ihn ansprichst, in dem du ihn warnst, in dem du ihn auf etwas aufmerksam machst, auf dich hören und deinen Ratschlag umsetzen, weil dann dein Wort ein Gewicht bei ihm hat. Und wenn wir den Koran lesen von Anfang bis Ende, dann werden wir sehen, dass dieses Buch voller Vater-Sohn-Gespräche ist. Ibrahim mit seinem Vater, Luqman mit seinem Sohn, Yusuf mit seinem Vater und. Und Ibrahim auch mit seinem Sohn Ismail. Deswegen, meine lieben Geschwister, zusammengefasst, wenn wir unseren Kindern das richtige Umfeld schenken, das richtige Vorleben und dann im Leben unserer Kinder involviert sind, dann haben wir ihnen so viel gegeben, dass wir sagen können, ja Rabb, wir haben von unserer Seite alles getan. Und wenn sie jetzt etwas Falsches machen sollten, dann kann das nicht von uns kommen. Und inshallah werden sie nichts Falsches machen, denn hier kommt der vierte und der wichtigste Schritt. Unser Dua begleitet sie Tag und Nacht, dass wir sie jeden Morgen, jeden Abend, bei jedem Rukur, bei jedem Sujud, bei jedem Fastenbrechen in unserem Dua bedenken und Tag und Nacht für sie ein Dua aussprechen. Und dann wird Allah sie bewahren, so wie er seine rechtschaffenen Menschen bewahrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Kinder beschützen, sie vor allem Übel bewahren, segnen, ja Rabbal Alamin, immer im besten vereinen. Es bleibt dann noch eine Frage. Wir sind eine praktizierende Familie und wir haben das in Anführungszeichen schwarze Schaf in unserer Familie. Wann und wie leitet Allah ihn recht? Meinen Sohn, meine Tochter. Diese Frage beantworten wir inshallah bei der nächsten Khutbah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.